zum Rückspiel im Oberliga Nord gegen Oberliga Süd Duell zwischen den Stuttgart Rebels und den Miners aus Herne. Vorcheck von Matthias Wosterek, der so die Scheibe erobert. Querpass in den Slot und richtig gute Möglichkeit für die Rebels. Kommt heute zum ersten Mal als Stürmer nominell zum Einsatz und nicht als Verteidiger, um dort nochmal einen anderen Ansatz zu finden. Fehler im Spielaufbau der Rebels. Und das ist in der Vorbereitung natürlich umso wichtiger. Breuner fängt den Puck ab, kann aufs Tor gehen, spielt quer und dann ist es... Ich will nicht davon sprechen, dass es ein Eigentor ist, aber am Ende zumindest unglücklich abgefälscht ins eigene Tor. Das Tor wird definitiv Yannick Herm zugeschrieben werden. Da sehen wir es. Er will nochmal querlegen auf Sofian Breuner. Und dann wird der Puck abgefälscht und geht Finn Becker durch die Beine. Und Markuzki läuft die Scheibe. Schusser an der Blauen. Nimmt den Schuss und trifft. 2:0 für die Stuttgart Rebels. Powerplay-Tor durch Adam Schusser. Wir schauen direkt auf die Wiederholung. Schusser von der Blauen aus dem Handgelenk. Schlägt direkt neben dem Pfosten ein. Und Finn Becker ist da die Sicht versperrt. Das sehen wir da. Toussignon muss jetzt erstmal wieder aus dem Angriffsdrittel raus, aber hat auch da nochmal gezeigt, wie eigentlich gespielt werden soll. Schussmöglichkeit für Jelle Julian. Scheitert mit der Rückhand allerdings an Jonas Gehr. Michael Brunner hatte den Puck ja nach vorne gebracht. Hilft jetzt auch nochmal aus. Allerdings dann überspielt. Gute Möglichkeit jetzt. 2:0. Querpass und dann am leeren Tor vorbeigelegt. Klasse Gelegenheit von Jelle Julian mit Samuel, die Jakob Wosterek verantwortet. Sieht das bisher in dieser Vorbereitung sehr gut aus. 2 Siege, eine Niederlage und eine 2:0-Führung jetzt in Spiel Nummer 4. Weg nach vorne und das ist das 3:0. So schnell geht es nämlich für die Stuttgart Rebels. Puck Richtung Tor geworfen und dann ist es Nico Geidel, der richtig steht, den Puck abblockt und dann selbst nochmal verwertet. Hier mit der Rückhand durch die Beine von Finn Becker. Lässt so keine Nachschussmöglichkeit zu. Jetzt kommt es allerdings zu einer nächsten kleinen Meinungsverschiedenheit. Meinungsverschiedenheit ohne Handschuhe tatsächlich jetzt sogar. Kirchhoff gegen Stör. Lassen sich da kaum von den Schiedsrichtern trennen. Die da jetzt aufpassen müssen, dass nicht noch zusätzliche Spieler mit reinlaufen. Pass von hinter dem Tor auf Michael Ackers. Torschuss und das ist es. Da ist der Anschlusstreffer. Durch Oliver Ott. Schön freigespielt. Kommt er zum Schuss und legt den Puck genau neben den Pfosten. Jonas Gehr an der Stelle ohne Chance. Klasse freigespielt. Das sehen wir auch hier nochmal in der Wiederholung. Ott hat viel Platz. Kann sich die Ecke aussuchen. Und trifft genau dahin, wo Jonas Gehr nicht mehr hinkommt. Warum? Auch an der Stelle wieder sehr cool zu sehen. Aus der Hintertorkamera. Vom Ort unterstützt durch Julien. Mansch mit der Schussmöglichkeit. Bringt ihn auch aufs Tor. Finn Becker ist da. Ackers. Auffällig in den ersten Minuten im dritten Drittel. Eriksson in den Slot. Und Jonas Gehr ist geschlagen. 3:2. Durch Benedikt Bürgelt. Der die Scheibe im Slot verarbeiten kann und durch die Beine von Jonas Gehr trifft. Bürgelt profitiert da von dem guten Nachsetzen. Hier sehen wir es von Eriksson, der den Puck einfach nur in den Slot bringt. Scheibe frei, Eriksson in den Slot. Und dann ist es Benedikt Bürgelt. Wird jetzt interessant sein, wie Stuttgart das verkraftet. Sehr gut verkraftet Stuttgart das. Hat nicht lange gedauert. David Markuzki, 4:2. Keine Sicht für Finn Becker. Und David Markuzki belohnt sich hier für eine wirklich sehr engagierte Leistung bisher in diesem Spiel. Puck bleibt da hängen. Matthias Wosterek erobert die. Legt zurück auf Markuzki. Viel Verkehr, 5 Sekunden Überzahl, Swinnen zurück zu Eriksson. Eriksson lädt auf, schießt, Schusschance
Leeres Tor. Und Swinnen legt daneben. Gute Gelegenheit. Gut gestört von der Verteidigung. Schläger in der letzten Sekunde noch reingebracht. Mansch mit dem Schuss von der Blauen. Und der schlägt ein. Bei 6 gegen 5. Torwart gezogen. Zusätzlicher Stürmer aufs Feld gebracht. Mansch von der Blauen. Toussignant hält den Schläger rein. 5:2 für die Stuttgart Rebels. Da sehen wir es. Mansch schießt. Toussignant kommt rein. Mal wieder die gute alte Hand-Augen-Koordination. Da sehen wir es. Ist wichtig, dass diese jungen Spieler Eiszeit kriegen, aber genauso. Chance für die Miners nochmal, aber Jonas Gehr mit einem klasse Save. Da übrigens auch Dennis Swinnen wieder auf dem Eis. Nochmal ein harter Check, fairer Check, sagen die Schiedsrichter hier. Und das gefällt aber den Stuttgarter Spielern ganz und gar nicht. Die sagen nämlich nicht, dass es ein fairer Check war. Und jetzt geht es nochmal richtig rund hier. Harter Check gegen Sofien Breuner. Und wenn das einer nicht mit sich machen lässt, dann ist es Yannick Herm.